Es ist ein Hilferuf von Amnesty International. Die Organisation sieht die Menschenrechte weltweit so bedroht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zahlreiche Regierungen stellten sie in Frage und beschädigten mit ihrem Vorgehen das Völkerrecht, heißt es in dem Jahresbericht, der heute veröffentlicht wird. Als Negativbeispiele werden unter anderem die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen genannt. Kritik gibt es aber auch an Deutschland. Und über den Jahresbericht spreche ich jetzt mit der Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, Julia Duchow. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, momentan begegnen uns ja quasi täglich die Bilder gleich zweier großer Kriege in den Nachrichten in der Ukraine und in Gaza. Hätten Sie gedacht, dass wir es im Jahr 2024 mal mit zwei so großen Kriegen zu tun haben würden? Nein, für uns ist das wirklich eine sehr schwierige Situation. Wir hatten ja 1948, gab es die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die eigentlich feststellen sollte, wir wollen keine Kriege mehr und wir wollen auch, dass alle Menschen gleich sind und alle Menschen auch Würde haben und die geschützt werden muss. Und wir erleben einfach in den letzten Jahrzehnten, dass der Menschenrechtsschutz nicht mehr so funktioniert und auch Menschenrechte extrem unter Druck stehen. Das zeigt auch unser Bericht. Ja, in Ihrem Bericht, da werfen Sie unter anderem der Bundesregierung vor, zu viel zu schweigen zum Gaza-Krieg und damit auch ihre Glaubwürdigkeit zu verspielen. Aber die Bundesaußenministerin, die war ja jetzt schon mehrfach in Israel und hat sich für ein Ende der Kämpfe eingesetzt. Ja, also in dem Bericht machen wir besonders deutlich, dass die Situation von Zivilistinnen in bewaffneten Konflikten sehr, sehr schwierig ist, dass sie da nicht geschützt werden. Und das sind die Kriege, die bekannten, die wir kennen, russischer Angriffskrieg in der Ukraine und aber auch welche, die nicht sozusagen so in dem Blick der Öffentlichkeit sind, wie zum Beispiel beim Sudan, wo extreme Menschenrechtsverletzungen passieren. Bei dem Krieg im Gaza stellen wir fest, dass zwar die Bundesregierung auch Annalena Baerbock immer wieder darauf hingewiesen hat, dass das humanitäre Völkerrecht einzuhalten ist und auch Kriegsverbrechen nicht vorkommen dürfen. Aber wir haben eben auch Kriegsverbrechen dokumentiert, zum Beispiel die Totalblockade von Gaza und das Nichtzulassen von humanitärer Hilfe ist ein Kriegsverbrechen. Und wir haben auch in den letzten Wochen mindestens 4 Fälle dokumentiert, wo wir sehen konnten, dass eben der Schutz von Zivilistinnen, der eben sehr wichtig ist im internationalen Recht und auch die israelischen Militärs vornehmen müssten, nicht vorgenommen wurde. Und es ist ja aber auch so, dass die Hamas zum Beispiel gerade Wohnhäuser nutzt, um dort ihre Stellung aufzubauen. Inwiefern lässt sich das dann auseinanderhalten? Ja, wir dokumentieren ja auch vor Ort und gehen wirklich den Hinweisen ganz genau nach. Und ein Fall, den wir dokumentiert haben in der Nähe von Rafah, wo ein Wohnhaus eines Arztes angegriffen wurde und zerstört wurde und Angehörige uns zu Tode gekommen sind, haben uns keine Belege dafür gezeigt, dass da irgendwie ein militärisches Ziel war, was ja nach dem humanitären Völkerrecht erforderlich ist, dass damit ein Angriff sozusagen rechtmäßig wäre. Und wir glauben, da müssen Kriegsverbrechen untersucht werden. Und für uns ist es einfach sehr wichtig, dass die Bundesregierung sich massiv für einen Waffenstillstand einsetzt, weil ein Waffenstillstand schützt eben ZivilistInnen vor weiteren Angriffen. Wir haben so viele Konfliktthemen zu beackern, deswegen würde ich jetzt direkt mal in die Ukraine springen. Stichwort Waffenstillstand. Sehen Sie dort in der Ukraine irgendeine Chance, diesen Krieg dauerhaft zu beenden? Wir sehen erstmal, dass das russische Militär da Kriegsverbrechen auch begeht. Es wurden Wohnhäuser, Wohngegenden besonders angegriffen. Es wurde Streumunition benutzt, die dann wahllos auch Zivilisten trifft. Das ist auch nach humanitärem Völkerrecht sollte eben unterschieden werden zwischen Militärs und Zivilisten. Und das ist da nicht der Fall. Das sind Kriegsverbrechen. Wir haben auch erlebt, dass in Einzelfällen sexualisierte Gewalt stattgefunden hat. Auch das, da müssen die Täterinnen zur Rechenschaft gezogen werden. Was wir positiv bewerten, ist, dass beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ja die internationalen Strafbehörden zusammengearbeitet haben. Auch zum Beispiel der Generalbundesanwalt und andere Behörden, die sozusagen gemeinsam ermitteln bei Kriegsverbrechen. Und das finden wir einen sehr wichtigen Schritt, weil wir glauben, dass die Menschenrechtsverletzungen auch geahndet werden müssen. Das ist sehr, sehr wichtig, damit keine weiteren Menschenrechtsverletzungen passiert, dass es eben keine Straflosigkeit gibt, sondern die Menschenrechte verletzen, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Mhm. Sehen Sie, dass sich die Bundesregierung dafür schon stark genug einsetzt?
Ja, wir glauben, also beim russischen Angriffskrieg sehen wir, dass sozusagen da sozusagen vorgegangen wird und die Bundesregierung auch klar ist. Wir sehen es eben in anderen Kriegen, wie jetzt in Israel bei der Militäroffensive in Gaza, nicht. Und wir glauben, Doppelstandards an der Stelle schädigen das internationale Recht, weil dann eben andere sagen können, naja, damals habt ihr ja nicht klar reagiert. Was uns eben beunruhigt, ist zum Beispiel beim Sudan, dass da zwar die Bundesregierung sich eingesetzt hat für eine UN-Fact-Finding-Mission, um zu überprüfen, wo sind Menschenrechtsverletzungen passiert, aber die hat kein Geld. Also da muss die internationale Gemeinschaft unbedingt mehr investieren. Da ist es so, dass wirklich 10 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Und eine Zahl, die mich wirklich besonders betrifft, ist also bei dem man sozusagen wirklich Entsetzen empfindet, ist, dass 4 Millionen Kinder im Sudan vor dem Hungertod stehen. Und da braucht es einfach dringend wirklich eine laute Antwort der internationalen Gemeinschaft. 155 Seiten dick ist Ihr Bericht. So viele Menschenrechtsverletzungen quasi können Sie auflisten. Ich greife jetzt noch mal ein Thema raus, oder zwei Themen sind es eigentlich. Einmal die Rechte von Frauen, die weltweit stärker eingeschränkt werden, aber auch die Rechte von Homo- und Bisexuellen sowie Trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Erleben wir gerade so ein bisschen in Teilen der Welt jedenfalls einen Rückschritt eher so in Richtung mittelalterliche Verhältnisse? Ja, also leider mittelalterliche vielleicht nicht gleich, aber sozusagen Verhältnisse, die wir eigentlich seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht mehr haben wollten. Und zwar, dass nicht alle Menschen gleichermaßen geschützt werden und die gleiche Würde haben. Das ist sozusagen die Antwort gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir müssen sicherstellen, dass das stattfindet. Und die Beispiele, die Sie jetzt nannten, es beunruhigt uns eben auch. Also wir haben festgestellt, dass in 62 Ländern weltweit gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen kriminalisiert werden, unter Strafe stehen. Wir haben jetzt erlebt in Uganda, dass da ein Gesetz eingeführt wurde, dass bei schwerer Homosexualität, wie es genannt wird, die Todesstrafe droht. Steht völlig konträr zu den Menschenrechten. Gleichzeitig ist die Situation von Frauen weltweit unter Druck, nicht nur jetzt in Staaten wie Iran, sondern wir erleben auch, dass in den USA jetzt im letzten Jahr in 15 Bundesstaaten die Abtreibung wieder legalisiert wurde, was wir als Abtreibung eben kriminalisiert wurde, eben nicht legal ist. Und wir glauben, es braucht sozusagen, Abtreibung gehört raus aus dem Strafgesetzbuch, bei uns aber gehört eben auch international da nicht rein. Genau, ein anderes sehr dramatisches Beispiel ist der Iran. Da haben wir erlebt, dass Frauen, dass es eine besondere Kampagne jetzt gibt des iranischen Staates, um Frauen zu inhaftieren und auf sie zu drangsalieren, die sich dem Verschleierungsgebot widersetzen. Das ist eine richtige Repressionskampagne, die da angefangen wurde. Und am 8. März im letzten Jahr wurden eben auch Frauen Proteste niedergeschlagen mit brutaler Gewalt. Julia Duchow, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen auch.